über 100 Jahrhunderten sitzt der Imperator reglos auf dem goldenen Thron der Erde. Nach göttlichem Willen ist er der Herr der Menschheit und durch die Macht seiner unerschöpflichen Armeen der Herrscher über 1 Million Welten. Er ist ein verrottender Leichnam, den mystische Gerätschaften aus dem dunklen Zeitalter der Technologie am Leben halten. Er ist der Aasherrscher des Imperiums, dem täglich tausende Seelen geopfert werden, damit er niemals wirklich stirbt. Doch in seinem Untod bleibt der Imperator ewig wachsam. Mächtige Raumflotten durchqueren das dämonenverseuchte Miasma des Warps, der einzigen Verbindung zwischen fernen Sternen und das Astronomikan, die physische Manifestation des Willens des Imperators, ist Licht auf ihren Wegen. Gewaltige Armeen ringen in seinem Namen auf zahllosen Welten miteinander. 8 Tage sind vergangen. Ihr seid aufgebrochen vom Castobell-System, was überrannt worden ist, in Richtung eures nächsten Auftrags. Aufgebrochen von der Donnerwort, dem Inquisitions-Deathwatch-Schiff, sind Tordal Svensson und Bruder Octavius gemeinsam mit einigen wenigen Akoluten, dem Thronagenten, dem Magister, dem Interrogator, dem Kommissar Sanders, den ihr gerettet habt, und dem Magos-Biologus Zardos Vyakai aufgebrochen ins nächste System. Wieder der gleiche Gürtel, wieder die Schwarmflotte Dagon, Ziel Avalos. Hier soll euch eine neue Mission erwarten. Das Shuttle war selbst nicht allzu gut ausgestattet. Keine Stasiskammern, in denen ihr im Traum üben konntet, und auch keine Schusskammern, in denen ihr eure Bolterfeuer auf ferne Ziele richten konntet. Nur eine kleine Übungsarena, in dem ihr mit Kettenschwertern gegeneinander antreten durftet. So habt ihr euch acht Tage miteinander weiter angefreundet, unterhalten, über den Kodex philosophiert, über die Taktika Imperialis. Habt mit dem Kardianern gespeist, ihnen gelehrt, wie es auf Fenris ist, Feste zu feiern. Oder wie stattlich McCrack ist. Dann erreicht ihr eine kleine Fregatte, die vor euch im trüben Raum liegt. Davor die Welt Avalos mit den zahlreichen Monden. Ist nur eine kleine Fregatte, kein Space Marine Schiff. Nur irgendwas von den Menschen. Wir sind da. Ich hoffe, ihr seid vorbereitet. Der nächste Schwarm hat Avalos bald erreicht. Wir werden bald anlegen. Macht euch bereit. Nehmt alles mit, was ihr braucht. Jawohl, wir werden siegreich sein. Dieses Schiff ist nicht gut ausgestattet. Wie gesagt, menschliche Flotte. Wir haben auch nur eine kleine PVS vor Ort. Nehmt euch all die Munition, die ihr braucht. Dort drüben gibt es keine Bolter. Nur Lasergewehre. Weniges, was euren Standards genügt. Was ist unser Primärziel? Wir werden uns mit anderen Brüdern der Deathwatch dort vereinigen. Sie sind vor wenigen Stunden angekommen. Ein Dark Angel. Wir dachten, ihr brauchtet etwas Unterstützung. Vor allem, wenn ihr länger dort unten bleibt. Und ein Devastator, der Imperial Fist. Wir werden im Orbit bleiben. Zardos Vyakai wird weiter forschen. Wenn ihr mögt, könnt ihr neben dem Thronagent Worgen auch Kommissar Sanders und seine verbliebenen Einheiten mitnehmen. Primärziele werden drüben besprochen. Als der Dark Angel erwähnt wird, vernimmt man nur ein tiefes Knurren des Space Wolves. Und ich versuch, ein leichtes Plätschern dabei. Nun. Bruder Tordal, meinst du, wir sollten den Kommissar und seine verbliebenen Männer mitnehmen? Schwer zu sagen. Sie waren auf jeden Fall nützlich. Und sie haben den Feind kennengelernt. Und wenn die Flotte hier auftaucht, der Schwarm, wird es nicht schaden, jeden, den wir finden,
zur Unterstützung zu haben, wobei sie könnten durchaus auch einfach nur im Weg stehen. Ja, das kommt drauf an, was wir halt für ein Primärziel haben. Ne? Genau. Wenn es irgendwas ist, wo brutale Kraft und Schnelligkeit erforderlich ist, dann sind uns normale Menschen eher hinderlich, würde ich sagen. Definitiv. Und ich kann es nicht gebrauchen, meinen Kettenwaffen jemanden im Weg zu stehen. Von einem Ruhm würde ich sagen, nein. Dann lass uns doch einfach die beiden Kardianer mitnehmen. Die haben sich immerhin im Kampf bewährt. Das ist dann ein Kompromiss. Und wir können ihn im Auge behalten. Ja. Wie du meinst. Ich stimme dir zu, Bruder. Ich stimme dir zu. Ja, dann sagen wir das dem Inquisitor und machen uns kampfbereit. Jawohl. Kann es kaum erwarten, den Dark Angel zu sehen. Kennst du ihn? Nein. Aber nur zu sehen, lässt schon mein Blut kochen. Und die Lust auf einen weiteren Kampf steigen. Das ist gut, Bruder. Ja, ich mache mich kampfbereit. Dito. Und pack meine Standardausrüstung zusammen und würde tatsächlich gerne ein bisschen Höllenfeuermuni mitnehmen, wenn es wieder gegen Tyranniden geht. Ja, also der Arm legt das auf alle Fälle nahe. Du weißt ja, dass der Orpheus-Keil vor allem gegen die Schwarmflotte Dagon gerichtet ist. Also Tyranniden hier anzutreffen ist zumindest nicht ungewöhnlich und Höllenfeuermunition würde Sinn ergeben. Ja, dann nehme ich zwei Magazine Höllenfeuermuni mit. Das gibt ja sogar mein Taktiker-Special, dürfte das hergeben. Da darf ich immer für 25 Rep Muni einpacken, Spezialmuni. Ohne dass das irgendwelche Reputationskosten gibt. Aber wenn wir noch mehr Ausrüstung haben, dann würde ich vielleicht sogar noch so einen Zielmarkierer mir besorgen. Ja, also jetzt an einem Zielmarkierer soll es nicht scheitern. Ja, cool. Wie gesagt, das ist nur ein kleines Shuttle, was jetzt eben übersetzen soll. Das ist jetzt keine mächtige Fregatte oder sowas. Also die Inquisition hat ja schon eingepackt, jetzt eben auch für den Avalos-Einsatz. Dann nehme ich mir einen Zielmarkierer, der ist nämlich geil. Gut, dann wird der Sprungmodul von Tordal wird auch wieder aufgefüllt. Frisches Promethium, was dann riecht, als du dann eintrittst in deine kleine Kammer, wo dann die Servitoren umherfahren und auftanken, beziehungsweise dann die auch in deine Rüstung helfen. Ich gehe mal davon aus, dass mein Loch in der Rüstung repariert wurde. Ja, selbstverständlich. Du hattest ja, nachdem du deine Lunge, nachdem die dann pfeifend zusammengefahren ist, hattest du selbstverständlich auch auf dem Schiff der Donnerwort von einem Apothekarius erste Hilfe erfahren. Mhm. Und ein Techmarine hat dann selbstverständlich die heilige Rüstung wieder versiegelt, sodass der Maschinengeist wieder befriedigt wurde. Sehr gut, ja. Also ich nehme natürlich meine Axt und mein Kettenschwert wieder. Und ja, wenn es wieder Tür gegen Tyranniden gibt, natürlich fülle ich dann meine beiden Magazine mit Höllenfeuermunition wieder auf. Für die Boltpistole. Und ja, mehr wird erstmal wohl nicht benötigt. Ja, dann, wenn ihr eingekleidet seid und einmal probeweise die Kettenschwerter und Kettenexame angemacht habt, sodass sie dann surren, leise im Leerlaufbetrieb, alles funktioniert soweit, die Rüstung gesiegelt, geweiht, heiliges Maschinenöl und Weihrauch, der aufgetragen worden ist, könnt ihr aufbrechen. Das Shuttle hat in der Zwischenzeit angelegt an die kleine Fregatte der Menschen, wo ihr dann, wenn ihr bereits durch die ersten Türen gegangen seid, den Kopf einziehen müsst, die nicht für eure Zwecke ausgelegt sind. Vor allem nicht, wenn ihr in Servorüstung steckt und wenn ihr dann euch gemeinsam mit dem Interrogator und auch dem Reiniger Xerxes, dem Arbitrator, auf das Schiff verlegt habt, ein Schiff mit dem Namen Schild der Angst, könnt ihr zu dem Lord Kapitän Hydrafos aufschließen, wo ihr bereits in seinem großen Kommandoraum erkennen könnt, wie dort die anderen Mitglieder der Deathwatch stehen. Selbstverständlich in schwarz mit dem silbernen Rüstungsteil auf der einen Seite und dem gelben und dem grünen Symbol auf der anderen Seite. Der Dark Angel mit dem Namen Bruder Gabriel und der Imperial Fist mit dem Namen Bruder Wilhelm. Können Sie mustern, Ihre Reinheitssiegel betrachten, Ihre tief liegenden Augen und Ihre Auszeichnung. Ja, ich salutiere, indem ich mir die Faust auf die Brust schlage und nicke ihnen zu.
Ja, man würde ebenfalls salutieren. Wir hörten, eure Mission war ein Erfolg, Brüder. Ausgezeichnet. Willkommen, Brüder. Und wie ich sehe, habt ihr Gepäck dabei. Und ich werfe einen Blick auf Worgen. Ja. Worgen, ein Kaelianer, wie im Buche steht, trägt aktuell seine Feldmütze auf dem Kopf, seinen Helm unterm Arm geklemmt. Hat ein bisschen weiche Knie so zwischen den ganzen Space Marines. Sein Haar ist ungefähr mittellang. Und ja, gegen euch natürlich ein kleines Würmchen. Neben ihm eine weitere Kaelianerin, die ebenso straff dann dort in Stillstand geht und salutiert. Ja. Nichtsdestotrotz seht ihr einen Kämpferwillen in seinen Augen. Thronagent Worgen, zu euren Diensten, Milords. Und ich bin die einfache Shocktrooperin, Elisabeth, wenn ihr mögt. Aber ihr könnt mich nennen, wie ihr wünscht. Ihr seid sowas von zu unseren Diensten. Der Löwe und das Wölflein, zusammen auf demselben Planeten. Hoffen wir mal nicht, das läuft so wie auf Dulan. Aber es wird mich schon freuen, meine Servorüstung im Kampf mit dir einzuweihen. Ah, ich sehe schon, ihr versteht euch. Die alten Reibereien zwischen den Orden. Ich wusste, dass so etwas passiert. Der Großinquisitor bestand trotzdem darauf. Natürlich. Einen Angel dabei zu haben ist immer eine gute Entscheidung. Auch wenn man sich dabei mit einem Wölflein begnügen muss. Bruder, das ist nicht zielführend. Wisst ihr etwas über unseren Primärauftrag? Meine Lords, ich möchte euch erst einmal begrüßen. An Bord meines kleinen Schiffes, der Schild der Angst. Mein Name ist Lord Kapitän Hydrafos und ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, damit ihr den kurzen Aufenthalt hier genießen könnt. Ich nicke ihm respektvoll zu. Sie werden nicht lang hier sein. Ja, wenn die beiden bereits Anwesenden noch einen Blick auf die kleine Versammlung werfen wollen, Bruder Wilhelm und auch Bruder Gabriel, ihr könnt erkennen, dass neben dem hohen Interrogator noch ein Magos Biologus anwesend ist, der allerdings weniger Interesse an euch hat, sondern vielmehr sich den Raum des Kapitäns selbst betrachtet, zwischen den zahlreichen Schaltpulten und den Runen umherstreift und ein kleines Gebet an den Omnissiah murmelt. Und ein weiterer Interrogator bzw. Thronagent, der aussieht wie ein Soldat oder wie ein Arbitrator eben, mit einer großen Schrotflinte, die er bei sich trägt und euch skeptisch mustert. Weniger ehrfurchtgebietend, sondern eher gelangweilt, möchte man auch nicht sagen, aber neugierig. Also gut, wenn wir jetzt hier versammelt sind, ihr könnt euch gerne später kennenlernen. Ihr bekommt einen Thunderbird, mit dem könnt ihr zur Oberfläche übersetzen. Wir haben vor einiger Zeit die Verbindung mit dem Planeten verloren. Wir wissen nicht genau, was dort passiert ist. Aber der Funk schweigt und sämtliche Langstreckenkommunikation wurde eingestellt. Schaut euch um. Wir müssten irgendwo auf dem Planeten eine Inquisitorin haben. Sie hat ebenso einige Leute von sich dabei. Ja, allerdings können wir sie von hier nicht orten. Wenn ihr mit dem Thunderbird runtergeht, achtet auf die Signale, falls sie euch etwas sendet. Dann findet ihr heraus, was in Lordsoin passiert ist und auf Avalos generell. Schickt dann ein Signal an uns, damit wir mehr wissen. Gab es vorher irgendwelche Informationen, bevor der Kontakt abgebrochen ist? Wenig. Die Inquisitorin selbst, sie heißt Calistradi. Sie sollte nach Anzeichen der Birnenbefall schauen. Ein Hinterwäldlerplanet, der zu wichtig ist, als dass wir ihn in einem Exterminatus opfern können. Auch wenn wir die Mittel hier zurzeit auch nicht haben. Die Donnerwort ist weit entfernt. Aber wir wollen, wie gesagt, den Exterminatus verhindern. Avalos ist eine Agrarwelt, die viele Vorräte an den gesamten Sektor schickt. Obstbäume, Agrar, alles, was ihr euch vorstellen könnt. Die Natur, abseits von der Hauptstadt, ist prächtig.
Vielleicht wird das für euch nicht von Relevanz sein, wenn ihr in Lordsholm bleibt. Aber, nun, findet sie. Solltet ihr mit dem Lord Gouverneur Kontakt aufnehmen. Sein Name ist Perian Torsold. Er ist der Herrscher, der planetare Gouverneur. Wir wissen nicht viel über ihn. Zumindest kann er die Tribute eintreiben. Ob er fähig ist, mit einem Symbiotenaufstand oder den Tyranniden fertig zu werden, wissen wir nicht. Sekundärziele vor Ort müsst ihr selbst bestimmen. Primärziel: herausfinden, wo Kalistrali ist und was sie herausgefunden hat. Und dann Kontaktaufnahme mit uns. Wie ist Avalos ausgestattet an Militär? Standard Imperial. Lasergewehre. Ist das Überleben der Inquisitoren vonnöten? Es wäre schön, wenn sie überlebt. Verstanden. Ihre Informationen haben höchste Priorität. Korrekt. Wir müssen herausfinden, was auf Avalos passiert ist und Torsholm. Die PVS ist wohl nicht gut ausgebildet. Es ist ein Agrarplanet. Sie mussten wenig bisher kämpfen. Es sind eher reguläre. Viel vermögen sie nicht, auch wenn man ihnen eine Armaplastrüstung und ein Lasergewehr gibt. Ist die Schwarmflotte schon im Anflug? Bisher noch nicht. Wir hoffen also Gutes. Also haben wir es wahrscheinlich nur mit Jeans-Dealern zu tun. Ich vermute ja. Aber irgendwas muss es geben, dass ein Inquisitorin den Kontakt verliert. Nicht nur ein paar Jeans-Dealer. Wenn sie ihr eigenes Gefolge dabei hat, sollte es eine Inquisitorin durchaus auch mit ein paar Jeans-Dealer aufnehmen können. Sie suchte zumindest nach Anzeichen für den Befall. Vielleicht hat sie welche gefunden und ist deswegen verschwunden. Oder aber etwas anderes ist passiert. Wir können uns nicht sicher sein, dass der Lord Gouverneur übernommen wurde. Meine Lords, verzeiht mir, ich habe leider wenig Ausrüstung für euch. Ich hoffe, das wurde bereits mit euch kommuniziert. Wir können euch Lasergewehre geben, wenn ihr mögt. Ich schaue den etwas mit hochgezogenen Augenbrauen an. Mein rechter Fangzahn kommt ein bisschen zum Vorschein. Lasergewehre. Nein. Hab Dank. Ich brauche kein Lasergewehr. Ich weiß nicht, ob meine Brüder dies brauchen. Vielleicht der Angel. Hab Dank, Lord Kapitän Hyraphos. Ich glaube, die Brüder sind ausgestattet. Alles, was wir brauchen, ist eine Forschungskammer für Zardos Vyakai. Jawohl, die sollte bekommen. Lasergewehre. Wollt ihr uns hier Spielzeug anbieten, oder was? Morgensal, Herz ist verletzt. Ich gehe mal ein bisschen näher, flüstere ihm mal zu. Diese Fregatte, ist die schon länger in diesem System hier stationiert? Die Schild der Angst. Nun, in diesem System, in diesem Arm, ja. Sie setzte vor wenigen Monaten nach Feier über und schwebt jetzt seit 2 Wochen hier rüber. Ihr habt eure eigenen Sicherheitskräfte mitgebracht? Wir sind ausgestattet, danke. Gut, weil es könnte ja auch sein, dass hier an Bord auch ein Jeans-Dealer-Symbiont sich herumtreibt. Sowas ist nie ausgeschlossen. Ein weiser Gedanke. Wir behalten das im Hinterkopf. Nickt er dir zu. Alles klar. Vielleicht sollten wir uns die Sensordaten von unserem geretteten Tech-Priester einmal durchschauen lassen. Vielleicht hat er irgendwas aufgenommen, was wir vielleicht von den Menschen hier nicht direkt wahrgenommen haben. Könnte ja sein, dass irgendwie etwas Unerwartetes den Oberfläche erreicht hat, ohne dass es direkt aufgefallen ist. Frosty, kann ich mal auf Wissen Xenos würfeln, ob man irgendwie mit einem Auspex so eine Verseuchung schon feststellen könnte? Ja, das ist eine gute Idee. Kannst du auf alle Fälle machen. Verbotenes Wissen Xenos.
Ja, du überlegst kurz, ob du Informationen zu Genestealern hast. Bei euch, in eurem Macrack-System, waren es ja vor allem die Tyranniden, die mit ihren Schwarmärmchen nach euch gegriffen haben. Ja. Weniger die Genestealer, also eine besonders ekelerregende, also vielleicht sogar noch widerlicher als die Tyranniden, weil sie eben für 30, 40 Jahre auf der Planetenoberfläche schlummern können und dort dann eben ihren Kern, ihre Brut in das System bringen. Und Tyranniden kann man sehen, Tyranniden kann man bekämpfen, Genestealer nicht. Das ist schwierig. Ja, heimtückisch. Sowas mag ich nicht. Ja, ich würde mir gerne mal Gedanken machen, ob Genestealer einen anderen Geruch freigeben, weil die das riechen ja sowas gerne. Ja, auch da kannst du gerne was zu verbotenes Wissen Xenos würfeln. Mhm. Ja, dann würde ich tatsächlich einfach mal dann meine Nase einsetzen. Ja, wenn die einen besonderen Geruch haben. Also das auf alle Fälle. Du weißt, man kann das auch erriechen. Du weißt zwar nicht, in welcher Generation die dann wären. Laut den Aufzeichnungen, die du zumindest gelesen hast, soll es wohl bis zu 5 Generationen geben. Der Patriarch als Symbionten-Ursprung hat dann natürlich den stärksten Geruch und das verliert sich dann eben über die Generation. Also die mächtigeren wird man erkennen und die weniger mächtigeren, die dann verborgener sind, die sind zwar nicht ganz so mächtig, aber eben dafür umso schlechter für dich zu orten. Gut, dann würde ich zum einen jetzt erstmal hier die versammelte Brücke. Wir sind jetzt auf der Brücke, habe ich glaube ich eine Erinnerung. Ja, genau. Da ist ja wahrscheinlich nicht nur der Captain, sondern auch die Brückenmannschaft. Ja, selbstverständlich. Du kannst dann auch noch sehen, die versiegelte Kammer für die Psioniker, die dort irgendwie zwar sitzen, aber nichts zu tun haben. Du kannst viele, viele weitere Leutnante und sowas erkennen, die dort sitzen und irgendwelche Runen drüber drücken und irgendwelche Maschinenpriester, die mit Weihrauch umherlaufen. Dann würde ich tatsächlich mal einfach mein Mendeschen mal einsetzen. Um einfach so ein bisschen langsam über die Brücke hin und her gehen und einfach mal so ein bisschen schauen, ob ich was wahrnehme. Ja, dann gib mir doch mal bitte einen Sinnenschärfewurf bzw. Wahrnehmung. Oh 8. Yeah. Das sind 6 Erfolgsgrade. Ja, also es riecht erstmal nach menschlichem Schweiß. Du kannst hier nichts ausmachen. Aber du hast das Gefühl, hier war mal was. Also es ist nicht stark, aber... Und du läufst eben auch besonders an den Bereichen umher und bist aber wohl der Meinung, nee, schon länger her. Irgendwas war hier. Irgendwas stimmt. Was meinst du mit war hier? Ich greife mit der Hand an meinen Bolter. Irgendwas stinkt hier bestialisch nach Genestealer. Aber es ist längere Zeit her. Definiere längere Zeit. Schwer auszumachen, wie lange es her ist. Er ist immer noch präsent, das heißt, es muss noch nicht allzu lange gewesen sein. Stunden oder Wochen? Gute Frage. Was wird denn der? Tage. Dann ist er vielleicht noch an Bord. Ich werde mal gucken, ob ich den Geruch folgen kann. Vielleicht ist er ja irgendwo hingegangen. Bruder Gabriel, ihr mit eurer Zusatzausbildung, wisst ihr vielleicht, wie wir Genestealer am besten aufspüren in ihrer weniger offensichtlichen Form? Milords, wenn ich eine Frage stellen dürfte. Echt? Was sind Genestealers? Ich glaube, Bruder Octavius kann diese netten Feinde genauer beschreiben. Genestealer, es ist eine Abart von Tyranniden, die sich irgendwie, naja, infektiös auf Menschen auswirken und dann Hybriden bilden. Genaueres weiß ich leider auch nicht. Eine Mischung aus Mensch und Tyrannid? Ja, so ungefähr. Eine Abart. Aber du siehst ihn irgendwie so ein bisschen mit den Schultern zucken, obwohl das unter der Servorüstung schwer auszumachen ist, aber er sieht nicht ganz so sicher aus. Sowas darf auf keinen Fall am Leben bleiben. Einzige, was da hilft. Diese ekelhaften Xenowesenheiten lassen sich nur durch genauere Betrachtung, zumindest in den frühen Stadien, entdecken. Durch eine Verhornung auf dem Kopf, Hinterkopf. Auch wenn man ihre Rippen abtastet, sind die wohl falsch gebildet.
Und die Haut ist verhärtet, was man aber auch nur mitbekommt, wenn man tatsächlich zu denen kommt und es schafft, sie abzutasten. Ab und an verfärbt sich die Haut an verschiedenen Stellen. Das ist auch ein Anzeichen. Wenn die mehr als zwei Arme haben sollen, dann ist das offensichtlich. Aber der Schädel ist auch oft länger gezogen und sie leiden unter Haarausfall. Ihr habt nicht zufällig einen Auspex dabei in eurer Ausrüstung? Selbstverständlich, meine Lords. Ihr könnt welche haben. Und einer würde uns ja reichen, ne? Ihr dürft frei auf der Schulter Angst wandeln. Zieht die Köpfe ein. Dann gehen wir mal auf die Suche nach diesem bestialischen Wesen. Ich würde sagen, wir teilen uns in zwei Teams auf. Jeweils zwei Space Marine und ein Kardianer. Einverstanden? Ich blicke meine Brüder an. Ja, zu welchem Zweck? Um hier möglicherweise Jeans-Dealer auszumachen, die sich unter die Crew gemischt haben. Ja, folgt einfach der Schnauze unseres Wölfleins. Der kann die doch bestimmt riechen.